Super Mario Odyssey! Leute, es ist soweit. Heute werden wir uns Bowser endlich stellen. Er hat unsere geliebte Peach entführt, sie über die ganze Welt geführt, Sachen gestohlen, um eine Hochzeit vorzubereiten. Eine Zwangshochzeit. Und ja, jetzt sind wir sogar auf dem Mond. Hier will er diese Hochzeit vollziehen. Und das kann Mario nicht zulassen. Schon seit über 30 Jahren ist Mario hinter Peach her. Jetzt ist es an der Zeit, dass Mario endlich mal seine Frau kriegt. Leute, willkommen zurück. Freut mich, dass ihr dabei seid. Jetzt ist meine komische Ansprache endlich vorbei. Es wird episch, Leute. Komm schnell, ja, Cappy. Jetzt erwartet uns sicher ein voll epischer Kampf oder... Ach, schau mal einfach mal. Ich bin gespannt. Da drinnen sind sie, Leute. Das Läuten wird immer lauter. Ich will gar nicht so viel reden, um die Stimmung nicht kaputt zu machen. Wir erkunden hier erstmal. Ah, Froschi. Schön, dass wir dich wieder mal sehen. Eine Idee euch noch in den ersten Part. Wow. Da haben wir schon mal einen Froschi gefunden. Guck mal. Katzen Peach und Katzen Mario. So, ich sehe, dass da unten so komisch blinkt. Da links unten. Da gucken wir gleich mal. Oh. Und hier können wir rein. Aber ist das so gewollt? Oder ist vielleicht unten die Tür abgeschlossen und wir müssen da sowieso hin? Ich weiß nicht. Oh. Nein, 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 nein. Jetzt. Drei Münzlein fehlen mir noch. Yes! Gut. So wird's gemacht. Auf der weißen Spitze, Leute. Schauen wir mal, ob die Tür offen ist. Ja, ist sie tatsächlich. Ich gehe jetzt mal diesen Weg rein. Aber ich merke mir, dass oben noch ein Loch ist. Da ist halt ein Secret. Oh, episch. Hochzeitssaal. Ich bin ruhig. What the shit? Pauline? Da ist Pauline also. Was, er hat die ganzen Leute hier eingeladen? Gerade noch rechtzeitig. Hey, auf welcher Seite steht die eigentlich? Ach so. Voll cool, dass hier alle NPCs noch mal irgendwie sind. Was tun die denn da? Moment, ich muss da mal hinzoomen. Ach, der will dir ihr den Ring anziehen. Oh, das ist so... Ohne Worte. Ha 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 ha!
Ah, du willst die Hochzeit platzen lassen, Mario? Das ist schäbig, du solltest dich schämen. Oh, sie ist mit dem Ring gefesselt, was für ein Detail. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen, das ist aber auch egal, denn du bist nicht eingeladen. Und jetzt, und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Mach dich auf etwas gefasst, Mario! Da hast du deine schlechten Zeiten. Okay, Leute. Wohl das finale Battle. Au! Jetzt geht's wieder los. Oh shit. Lass mich. Wow. Nimm dies. Wow! Au, ich hab doch geworfen! Oh, zweimal. Fuck. Komm, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Leute, ich bin angespannt. Ja, ja, komm, kennen wir schon. Wo ist Bowser Jr.? Er hat seinen eigenen Sohn nicht zur Hochzeit eingeladen. Was sagt Bowser Juniors Mutter dazu? Ob die eifersüchtig ist? So, jetzt sind wir wieder gleich weit wie vorhin. Guck, gar nicht schlimm, dass ich abgekratzt bin. Zweimal. Perfekt. Oh.
So, jetzt aber, Bowser. Epische Aufmachung. Shit, Mann. Wie oft macht er das noch? Epischer Kampf auf jeden Fall, aber es ist noch nicht vorbei. Das sieht doch ein Blinder. Mann. Nein! Oh, wir haben voll Glück gehabt, dass wir nicht in der Lava gelandet sind. Was sollen wir tun? Ist klar. What? Geil! Ah, Feuerspann natürlich. What the fuck? Komm, da muss ich. Alter. Glaubt ihr das gerade? Moment. Hinzoomen. Alter, das kannst du ja wohl nicht glauben. Ich sage einfach nichts dazu. Diese ganzen... Aua! Diese ganzen Würfel, die wir auch in den Welten sahen. Ach komm, 2D-Passage oder was? What the shit? Ah, Mann. Bowser, wir sind fucking Bowser. Nein! Ach, scheiße. Ist wurscht.
Wir sind eh wieder da, Freunde. What the shit? Das ist... Was ist... Nein! Ich schlag mir immer da oben den Schädel an. Ich muss einfach die Plattformen da kaputt machen. Ja, mein Gott. Okay, alle guten Dinge sind drei, Freunde. Ihr wisst es. Ist da oben eigentlich was? Aua! Jetzt aber, komm Leute. So schwer ist es nicht. Mein Fehler ist einfach, dass ich hier nicht die Plattform kaputt gemacht habe. Jetzt kann man viel besser springen. Guck. Shit. Episch. Wow! What the? Ich sehe den Ausgang. Die Musik! LOL! Lol. Enough.
Leute, ich bin gerade ein wenig sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu diesem Spiel großartig sagen soll. Deshalb... Oh. Ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Mit diesem Spiel. Oh, Wahnsinn, Leute. Was wir alles erlebt haben. Was das für ein Spiel ist. Jetzt sehen wir hier noch ein paar tolle Bilder von unserem Abenteuer. Oh. Aber unsere Odyssee ist ja noch nicht vorbei. Wir werden jetzt zumindest mal jede Welt nochmal besuchen und alles einsammeln, was so geht. Oh, die Musik, Leute. Und ihr habt ja während des ganzen Projekts gemerkt, wie viel Spaß ich mit diesem Spiel hatte. Was das für ein phänomenales Spiel ist, kann ich also nicht in Worte fassen. Oh Gott. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was es jetzt gibt. Nach dem Durchspielen schalten wir jetzt hier was frei. Wir haben ja schon das Pilze-Wunderland gesehen. Guck mal, der Drache, geil. Den Pilzpalast haben wir gesehen. Wahnsinn, was das für ein Spiel ist. Astronaut Mario confirmed. Was so geil, so ein geiles Ende. Mit Bowser. Ich finde tatsächlich, der Bossfight an sich war ein wenig zu leicht. Aber ist ja wurscht. Oder... Schauen wir mal. Hier das Schloss natürlich. Ich bin gespannt. Danke fürs... For playing my game. Bitteschön. Okay, ja, wir wissen ja, in jeder Welt gibt es so einen Block. Aha. Die Jobs haben weitere Monde im Angebot. Die Musikliste wurde dem Kartenbildschirm hinzugefügt. Und auch das... Mamma mia. Oh mein Mario. So ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ha, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen, wie heißt sie, Tiara oder, keine Ahnung,
und Peach gerettet. Juhu! Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reise total genossen und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist. Es gibt doch noch so viel zu tun, so viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, wenn wir noch mehr Powermonde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Wir haben 52 finstere Seite des Mondes, okay? Wir sind jetzt hier im Pilz... Leute, wir haben die Story also mehr oder weniger abgeschlossen und, hey! Powersterne! Da waren wir ja schon bei Yoshis Haus. Sagt mir das doch mal jemand. Leute, es hat... Dieser Part war episch, episches Finale, aber jetzt geht's episch weiter. Guckt mal, wo wir sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Spielt dieses Spiel einfach so... Ach komm, viel Spaß. Ach komm, egal. Leute, bis bald.